Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Noom Smartic TV, heute mit einem weiteren Video von mir. Und heute möchte ich euch mal gerne die neue 11-Euro-Münze der Bundesrepublik Deutschland präsentieren. Es ist die allererste 11-Euro-Münze, die es gibt. Und ja, im heutigen Video werde ich euch erstmal die Basisinformationen zu der Münze erklären, dann wo ihr diese Münze auch herbekommt. Als zweites und als letztes die rechtlichen Aspekte, also ist sie zum Beispiel legales Zahlungsmittel. Und ja, genau, fangen wir mal an. Die Münze ist die allererste 11-Euro-Münze und hat ein Gewicht von 14 Gramm. Es ist 500er Silber, also quasi die Hälfte der Münze ist aus Silber. Das ergibt ein Feingewicht von 7 Gramm. Die Münze hat einen Durchmesser von 30 mm, also 3 cm. Die Bildseite hier vorne wurde von Detlef Bär designt. Dieser hat auch tatsächlich sie signiert. Das erkennen wir tatsächlich hier. Haben wir das D und das B. Ja, auf der Vorderseite haben wir Farbapplikationen. Einmal hier in Form der Farben der Eckfahnen beim Fußballspiel. Wir haben auch hier vorne einen Fußballplatz aufgezeichnet. Einmal hier mit dem Tor mit einem fiktiven Spielstand von 1 zu 0 soll das tatsächlich symbolisieren. Die Farben des Fußballs und den Eckfahnen zusammen ergeben die Farben der Flagge von der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben hier unten die abgebildete UEFA Fußball Europameisterschaft 2024 und hier oben Finale Berlin. Also das Finale wird in Berlin stattfinden. Die Rückseite des Revers wurde von Lorenz Grössmann designt. Wir haben hier einmal umstehend Bundesrepublik Deutschland 2024 mit den Sternen und hier unten steht der Silbergehalt mit drauf auf der Münze, nämlich von 500 und 11 Euro das Nominal. An dem Rand steht, jetzt muss ich kurz gucken, wo es losgeht. Also am Rand steht auf jeden Fall vereint im Herzen Europas. So, vereint im Herzen Europas. Ja, und dann ist hier so ein Kreis. Ich habe schon bei einigen Sammlern gehört, dass die das sehr, sehr komisch fanden und tatsächlich gelesen haben, weil das halt aussieht wie ein Buchstabe. Europa, so, vereint im Herzen. Also das gibt auch Leute, die sowas aus der Münze lesen, aber offiziell tatsächlich ist es vereint im Herzen Europas. Und das O ist quasi dieser Trennpunkt, beziehungsweise der Kreis. Aber es gibt, wie gesagt, Leute, die sich da tatsächlich dachten, ja, es könnte auch andersrum heißen. Das ist, finde ich, nicht wirklich gut gewählt, weil zum Beispiel so ein X oder so wäre vielleicht passender oder so ein Sternchen, wie man es ja bei anderen Münzen hatte. Deswegen lässt das tatsächlich so ein bisschen Fragen aufstellen. Ja, nun kommen wir, wo kommt man die Münze her? Man bekommt sie einmal bei der Münze Deutschland, also direkt bei den Prägeanstalten und auch bei den jeweiligen Bundesbanken. Aber auch bei den Privatbanken, also in normalem Zustand, also wie zum Beispiel jetzt hier in Stempelglanz, kriegt man die zum Kurswert, also quasi 11 Euro. In polierter Platte haben sie einen Preis von 29,95 bei der Münze Deutschland. Also die quasi offiziell die Münzen, wie zum Beispiel die Goldstücke auch verkaufen. Und ja, es gibt diverse Händler, die bieten diese Münze schon für 12, 13, 14, 15 Euro an. Der durchschnittliche Verkaufswert bei YouCoin liegt bei aktuell um fast 15 Euro. Würde diese Münze stark steigen im Wert? Ich bin mir da etwas unschlüssig, weil einerseits es ist ein anderes Nominal, es ist ein Fußballthema, das ist allgemein immer sehr beliebt. Und ich denke aber, was auf jeden Fall eine starke Wertsteigerung bekommen könnte, wäre die in polierter Platte. Welche eine Auflage von gerade einmal 111.111 hat. Die genaue Auflage der normalen Münze, also wie diese jetzt hier,
Weiß ich nicht, habe ich jetzt keine Informationen dazu gefunden. Ich denke mal aber durchaus, dass diese Münze einen Wert von 20 € bis 25 € bekommen könnte. Ich würde aber euch empfehlen, lieber zu eurer Bank zu gehen und da zu fragen, ob die diese Münze haben, denn dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, rechtlich kann man auch mit dieser Münze einkaufen, nach Paragraph 2 Absatz 2 des deutschen Münzgesetzes. Sind auch alle ausgegebenen Gedenkmünzen innerhalb des Landes gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, daraus ergibt sich aus Paragraph 3 Absatz 1 des Münzgesetzes die Annahmepflicht, welche quasi bis 200 € und nicht mehr als 50 Münzen quasi dasteht. Aber dafür muss halt ein Kaufvertrag zustande kommen. Aber theoretisch ist jeder Laden verpflichtet, diese Münze anzunehmen, wenn sie mit euch ein Rechtsgeschäft, also ein Geschäft annehmen und sie halt auch Bargeld akzeptieren. Die Münzen sind auch, wenn ihr sagt, ihr wollt diese Münze nicht mehr haben, genauso wie andere Münzen, jederzeit umtauschbar bei der Bundesbank und auch bei eurer eigenen Bank. Da kann lediglich manchmal eine kleine Gebühr auftreten, wie es zum Beispiel bei meiner Bank ist. Die würden jetzt dafür 5 € nehmen. Allerdings ist das dann auch bei normalen Kleinmünzen, also bei 1 Cent, 2 Cent der Fall. Aber prinzipiell eine Annahmepflicht besteht und sie sind gesetzliches Zahlungsmittel. Ihr könntet also damit einkaufen gehen. Sie verliert also nicht an diesen Wert an 11 €. Lediglich der Silberwert kann steigen und vielleicht mehr wert werden. Dieser ist ja gerade bei 93 Cent, was ja wirklich sehr viel ist. Ja. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir auch gerne mal einen Kommentar, ob ihr euch diese Münze holen werdet. Und dann freue ich mich auf ein Feedback und gebt auch mal einen Tipp ab, wer vielleicht Europameister werden könnte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.